Herbst 2005. Kate begibt sich ins Antiquitätenviertel von Wagen. Dort hofft sie, den Laden zu finden, der die Rolle mit dem Bild verkauft hat und damit eine neue Spur, um ihre Doppelgängerin aufzuspüren. Und damit herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play Siberia the World Before. Ich freue mich, dass wir Nein, wieder ein. nicht schon wieder. Nicht Oscar. Ach, verdammt. Warum muss ich jeden verlieren, den ich liebe? Ich freue mich, dass ihr wieder da seid. Ich freue mich, dass ihr wieder mit mir mitspielt. Und ich würde sagen, wir gucken das mal zu dem Typen hier rein, dem wir das Teil geklaut haben. Konnten Sie es einfangen? Nein. Tut mir leid wegen Ihrer Vorarlbergkugel. Ach, nicht doch. Die wollte sowieso keiner. Im Schaufenster hat sie nur Platz weggenommen. Automaten faszinieren die Leute nicht mehr so wie früher. Es wird vermutlich niemand bemerken, dass sie weg ist. Das ist sehr nett. Hier ist es ein Strecke Fürst. Ich weich aus. Dennoch, vielen Dank für Ihre Hilfe, Herr Müller. Es war mir ein Vergnügen. Auf Wiedersehen, Fräulein. Danke, Herr Müller. Ich werde zur Berghütte gehen, von der Sie mir erzählt haben. Wiedersehen. Komm schon, Kate. Herr Müller hat dir alle Informationen gegeben, die du brauchst. Und Oscar ist über alle Berge. Ich gehe besser zur Tram. Komm schon, Kate. Reiß dich zusammen. Du musst das Viertel verlassen und die Bahn zu dieser Berghütte nehmen. Okay. Tut mir leid, Oscar. Okay, ich will Oscar eigentlich nicht zurücklassen, aber wie ich letztes Mal schon gesagt habe, was zum Teufel macht mein Besen hier? Ja, sowas aber auch, ne? Wie ich schon sagte, ich vermute, es hätte... Das verdammte Ding ist abgehauen, hm? Gut so. Nein, sowas, wie kurios. Also wie ich schon sagte, ich vermute, dass egal was wir gemacht hätten, wir hätten ihn nicht einfangen können. Da geht es nicht weiter, das sehe ich jetzt schon von hier, da brauche ich da gar nicht hochlaufen. Ich hoffe, wir finden Oscar irgendwann wieder. Da ist ein Café, hallo. Ich möchte hier mit der Tram fahren. Kann ich jetzt hier... Berghütte, Silberspiegel, jawohl. Da fahren wir hin. Oh Mann, es war all die Jahre ihr Glücksbringer und ich weiß ja nicht, wer Oscar jetzt für Kate, also für uns gewesen ist. Aber es tut mir echt leid, dass sie ihn nicht mehr hat. Sieht hier noch was Interessantes? Schauen wir uns weiter um einfach. Ja, ich glaube, es bleibt dabei. Dann kann ich auch weiter drücken. Oh. Die Stadt ist äußerst interessant aufgebaut, muss ich sagen. Interessante Architektur. Aha. Ja, das ist meine gute Straße. Hätte ich auch gerne. Die bleibt immer gerade. Wäre nicht nötig gewesen, sie hätte auch so hochfahren können, aber das ist sehr interessant.
Hier schaut es schon etwas einsamer aus. Ja, komm, geh raus, guck dich um. Ich höre die Vögel zwitschern, das ist schön. Das ist auch praktisch. Und wer ist das? Sieht eh schon so ein bisschen moosbewachsen aus, als würde hier nicht oft jemand herfahren oder so. Neue Notizen. Was haben wir denn für neue Notizen? Auf der Suche nach Kate Walker. Wagen, 8. November 2005. Liebe Miss Forster, laut meinen letzten Informationen hat Kate Walker diesen Automaten verloren, den sie Oscar nennt. Das geschah offenbar während ihres Besuchs im Antiquitätengeschäft Müller. Ist das ein Bild von Oscar? Das hier? Wäre cool. Ich glaube, wir werden verfolgt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Sieht so aus. Niemand hier. War zu erwarten. Nicht wirklich heimelig. Ich sollte besser schnell die Berghütte finden. Danke, aber nein, danke. Werbeposter für Klettern. Was ist das? Wie hübsch. Dorf. Ein Bergdorf? Und was haben wir hier? Ja, da könnten wir jetzt natürlich wieder hier so zurückfahren, ne? Aber das wollen wir ja nicht. Wir wollen uns ja hier umgucken. Verlassen. Hängen wir mal unseren Gedanken nach. Es ist so wunderschön, so ruhig. Aber was mache ich hier? Es heißt, Unglück kommt im Dreierpack. Erst Mutters Tod, dann die arme Katjuscha. Und jetzt Oscar. Ich kann nicht glauben, dass ich ihn wieder verloren habe. Bin ich verflucht? Zum Glück habe ich noch das Mädchen auf dem Bild. Etwas, in das ich meine Hoffnung setzen kann. Aber vielleicht mache ich mir nur etwas vor. Und warum ich? Warum nicht Katjuscha? Warum musste sie sterben? Es ist, als hätte das Bild mich erwählt. Es ist wunderschön hier. Doch ich weiß nicht, was mich hier erwartet. Aber es kommt mir richtig vor. Keine Ahnung, warum. Ich meine, warum bin ich mir so sicher, dass die Berghütte etwas mit dem Bild zu tun hat? Vielleicht bin ich nur eine hoffnungslose Optimistin oder eine verirrte Träumerin. Gibt wohl nur einen Weg, das herauszufinden. Ja, es gibt nur einen Weg. Das heißt, aufstehen und weiter zur Berghütte gehen. Dann nur wer vorwärts geht, findet raus, was vor ihm liegt. Es bringt nichts, immer nur zurückzugucken. Dann verpasst man, was vor einem liegt. Was steht hier? Herr Müller hatte recht, es ist eine ganz schöne Wanderung zur Hütte. Na, je eher ich loslaufe, desto schneller komme ich hin. Ui, 7,5 Kilometer. Okay, wir wandern, glaube ich, mal ein ganzes Stückchen. Ach du Jemine. Ist auch kein sehr viel bewegter, begangener Pass, glaube ich. Ausblick bewundern. Ein bisschen zu nah am Rand, finde ich. Ich brauche einen sichereren Platz. Einen sicheren Platz? Was für eine fantastische Aussicht. Ich sollte mir einen besseren Platz suchen, um sie richtig zu genießen.
ist atemberaubend. Es sind schon schön, die Berge. So ist es gar nicht. Kann ich hier noch was machen? Das ist atemberaubend. Okay, die sagt zweimal das Gleiche. Es ist wirklich sehr atemberaubend. Es ist eine schöne Aussicht hier. So ist es gar nicht. Es ist eine schöne Gegend. Die Berge sind immer schön. Ich muss auch mal wieder in die Berge gehen. Werde ich, denke ich, diesen Sommer mal machen. So einen Sonntag in die Berge fahren. Und einfach hochfahren mit einer Seilbahn und dann runterwandern. Ich bin nicht der Typ fürs Hochwandern, leider. Hier bin ich besser vorsichtig. Zu viele umgestürzte Bäume und wackelige Steine für meinen Geschmack. Teufel, was war das? Sag doch, wir werden verfolgt. Das ist dieser Typ, der in unser Tagebuch einträgt die ganze Zeit. Wir sind hier Mutterseelen allein auf einem Berg. Und hier ist irgendwer, der uns verfolgt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das was wird. Offenbar leben in diesen Bergen alle möglichen Wildtiere. Tipps für Wanderer? Danke, aber ich glaube, das kann ich so langsam. Ran Deutsch. Nicht schlecht. Oh, ein Wasserfall. Oh, sowas sind immer schöne Bilder. Oh mein Gott. Ich kann mich noch als Kind daran erinnern, dass wir in die Berge gegangen sind mit meinem Vater und ich mit meinen Geschwistern. Und wir sind auch hochgefahren und so einen Abenteuerweg runtergewandert. Das war eigentlich voll cool, wie wir auch unter so Wasserfällen durch sind und alles. Richtig schön gewesen. Und vor allem, da ich. Na, das war mal eine Wanderung. Ich wohne ja in Bayern. Ich hab's von meinem Wohnort aus ungefähr eine Stunde in die Berge. Ach Mann, jetzt auch noch eine Leiter? Ich hab's nur ungefähr eine Stunde in die Berge und eigentlich sollte ich das tatsächlich mal ausnutzen. Okay, auf geht's. Ah, kletter weiter. Ich bin mir sicher, es gibt einen anderen Weg. Uff. Kann gut sein. Kann sehr gut sein. Aber es schaut ja auch ziemlich verlassen aus, oder? Endlich. Oder es ist hier so verlassen, weil gerade keine Saison ist. Ich weiß es nicht. Hier kommt wohl der Strom für die Hütte her. Sehr fortschrittlich. Wasserenergie zu nutzen, finde ich eine gute Sache. Habe ich schon mal gesehen. Das muss es sein.
Jetzt sollte ich irgendwo einen identischen Punkt finden. Nein, das passt nicht. Keine passenden Punkte hier. Ich sollte etwas anderes versuchen. Nein, das passt nicht. Ach Gott. Berg. Okay. Jede Menge Felsen dort hinten und auf dem Bild. Aber die Referenzpunkte müssen spezifischer sein. Okay, okay. Wir nehmen einfach mal diesen geklifften. Dieses hier. Weil diese schroffen Gipfel. Sie sehen genau gleich aus. Genau. Das wollte ich gerade sagen. So. Haben wir hier diese Felswand, die finde ich hier auf dem Bild, denke ich, auch irgendwo. Diese Felswand, das kann kein Zufall sein. Ein Gletscher. Okay, der müsste dann weiter unten sein. Sieht schon ähnlich aus, aber das könnte Zufall sein. Ich muss eindeutigere Hinweise finden. Okay. Nehmen wir halt das Geländer, genau, was hier was ich gesucht habe. Perfekt. Da ist jemand, da ist jemand, da ist wow. Jemand. Sieht genauso aus. Atemberaubend, nicht wahr, Fräulein? Wunderschön. Das ist der Silberspiegel. Unser ganzer Stolz. Nach meinem Gemälde zu urteilen, sah er schon vor 60 Jahren so aus. Ma'am, ist alles in Ordnung? Ja, es ist nur, Sie sehen der Person auf dem Bild unglaublich ähnlich, Fräulein. Also, das heißt, Sie kennen sie, oder? In der Tat, aber es ist sehr, sehr lange her. Ich bin sehr weit gereist, um etwas über sie herauszufinden. Ich wüsste wirklich gern, wer sie ist. Oder war. Das ist mir sehr wichtig, verstehen Sie? Und warum, Fräulein? Ja, genau. Was sagten Sie? Was sage ich da jetzt? Ich habe es Katjuscha versprochen. Ich habe es einer toten Frau versprochen. Ich habe es. Das ist alles, was ich noch habe, wenn ich sonst einfach nichts mehr habe. Oder die Leute sagen. Ich sag, weil sie aussieht wie ich. Das ist schon... Sie sagen es selbst. Wir sehen uns sehr ähnlich, nicht wahr? Verstehe. Wie heißen Sie eigentlich? Oh. Walker. Kate Walker. Ich bin Leni. Leni Renner. Freut mich, Frau Renner. Demoiselle, meine Liebe. Diese Beine haben mich nie zum Altar tragen wollen. Oh. Demoiselle, Leni. Also, Fräulein Walker, 1937, sagen Sie. Ah, das war vor dem Krieg, als ich noch springen konnte wie eine junge Bergziege. Damals war mein Vater noch der Wirt hier. Die Tochter von Gustav. Oh, jetzt kommen wir in die Vergangenheit wieder, seht ihr? Nicht schlecht. Die Geschichte Ihres Gemäldes begann damals an einem Sommerabend. Ich weiß es noch, als wäre es gestern gewesen. Eine Gruppe Wissenschaftler wohnte auf der Hütte, um sich auf eine Expedition weit in den Osten vorzubereiten. Ein hiesiger Alpinist bildete sie aus und sollte sie führen. Sein Name war Leon Kobartis. Oh, er sah aus wie ein griechischer Gott. Und noch dazu Olympiasieger. Sehr beliebt bei den Damen. Eieiei. Er war so charmant zu mir, zwinkerte und lächelte, wenn ich ihm sein Bier servierte. Danke schön, Demoiselle Leni, sagte er immer und auch noch auf Französisch. Ich kam ihr vor wie eine vornehme Dame. Aber dann scheuchte mich Frau Junter immer weg. Frau Junter? Die muss damals Mitte 20 gewesen sein, aber für mich wirkte sie natürlich wie eine alte Vettel.
Und es gefiel mir nicht, wie sie Leon mit ihrer Kamera herumkommandierte. Auf der Hütte ging es hoch her, alle waren fröhlich. Und die Wissenschaftler debattierten wie üblich über dies und jenes. Ein lustiger Haufen, trotz ihrer Diskussionen. Außer einem. Frank Höss war sein Name und er blieb lieber für sich. Selbst mit meinen jungen Augen konnte ich sehen, dass er verschlagen war wie der Teufel. Aber was ist mit der Frau auf dem Bild? An jenem Abend war sie ebenfalls anwesend. Sie arbeitete über den Sommer bei uns. Sie hieß Dana. Dana Rose. Ah, sie war so herzig und wohlerzogen. Selbst Vater war ihr gegenüber lammfromm. Kümmer dich um die Getränke der Wissenschaftler und nimm dann Bestellungen auf. Und sieh nach dem Herd, wenn du schon dabei bist. Ja, Herr Gustav. Schaffst du das auch, Dana? Es ist dein erster Abend mit vollem Haus. Also frag einfach, wenn du Fragen hast. In Ordnung, Kleines? Ich könnte einen Rat gebrauchen. Ich komme schon klar. Ich könnte einen Rat gebrauchen. Danke, Herr Gustav. Ich wäre froh, wenn Sie ein paar Ratschläge für mich hätten. Oh, eigentlich ist nicht viel dabei. Einfach immer lächeln und strahlen. Und mit ein paar freundlichen Scherzen fressen Sie dir 0, nichts aus der Hand, Mädel. Aber worüber soll ich reden? Ach, die Leute reden am liebsten über sich selbst. Achte aber darauf, dass du dich aus dem Gespräch ziehen kannst, wenn sie kein Ende finden oder wenn es unangemessen wird. Besonders, wenn sie ein, zwei zu viel hatten. Pass also auf, dann klappt das schon. Ja, wird schon klappen. Lächeln, scherzen, aufpassen. Verstanden. Genau. Schließlich willst du ja nicht, dass der alte Gustav kommt und dich aus Schwierigkeiten retten muss. Oder, Dana? Nein. Keine Sorge, Herr Gustav. Ich schaffe das. Nein, nein, du musst mich nicht unbedingt retten. Dann ab mit dir, Schätzchen. Immer lächeln. Dann tragen sie bald das Tablett für dich. Wenn das mal so wäre. Ich muss diese Getränke den Wissenschaftlern servieren. Eine speziell plus Birnentau und zwei Nebelbräu. Okay. Ich sollte hinter den Tresen gehen. Die Getränke servieren sich schließlich nicht von selbst. Genau. Birnentau, was? So, da haben wir den zweiten Spitze mit Birne und jetzt brauchen wir noch zweimal Nebel. Was auch immer das heißen soll, aber einen Nebel und noch einen Krug. Das Fass ist leer. Ich muss es austauschen. Ach nee. Hier ist das Nebelbräu. Interagieren. Dann tauschen wir doch das mal aus. Jetzt haben wir einen schönen Krug. So, dann wollen das wir... Das sollte reichen. Jetzt bediene ich die Herrschaften. Sollten wir den Herrn mal ihr Essen? Also nicht ihr Essen, ihr Trinken bringen. Obwohl in manchen Bundesländern ist das auch Essen. Nein, wir müssen höher rauf, sage ich.
Es ist doch höchst unwahrscheinlich, dass ein Primat in der Lage ist, so hoch oben zu überleben, geschweige denn zu gedeihen. Würden sie gedeihen, würden wir wohl kaum nach ihnen suchen, oder? Meiner Meinung nach sind sie weiter nach oben gezogen und kommen nur herunter, um Vieh zu stehlen. Passt auf, Freunde. Die Herren, ihre Getränke. Ah, sehr gut, Mädchen. Horst, mach dich mal nützlich und verteil sie. Erster Tag, was? Wünschen Sie sich was? Alles klar, mach ich. Ich wünschte, ich wüsste, wozu diese Karten gut sind. Den Wunsch kann ich erfüllen. Sie zeigen die verschiedenen Ziele einer Expedition, die wir gerade planen. Und was ist das für eine, wenn ich fragen darf? Das ist Baltayam. Eine abgelegene Region in den Bergen Nordchinas. Dort führe ich mein Team in ein paar Wochen hin. Und was ist das Ziel der Expedition? Nun, sagen Sie es nicht weiter. Aber Ihr Codename ist zum Ursprung. Und wenn es nach mir geht, wird sie unsere Wahrnehmung der Menschheit grundlegend ändern. Okay. Okay. So, das scheint ja ein recht interessanter Trupp zu sein. Hier, Ausrüstung. Dann sind Sie wohl nicht nur wegen der Aussicht hier. Nein, Fräulein, nur wegen des Biers und eines hübschen Lächelns. Da draußen ist unser Ausbilder. Der soll unseren wirren Haufen für den großen Aufstieg in Baltaya in Form bringen. Aha. Okay, okay, Dana hat sich wohl ein wenig hier so von dem Aussehen des netten Manns blenden lassen. Jetzt gucken wir mal. Haben wir hier noch was? Wir können noch die Wissenschaftler so. Und was ist mit Ihnen, die Herren? Ich stelle Ihnen mein Spitzenteam vor. Horst Sauer, talentierter Anthropologe und ständige, aber nützliche Nervensäge. Rudolf Jäger, angesehener Ethnologe. Und nicht zuletzt Albert Bauer. Paläontologe. Und Sie? Reinhard Berger, Biologe. Wie Herr Berger sagt, wir sind hier, um für die Ursprungsexpedition zu trainieren. Dafür erhalten wir Mittel für unsere eigenen Projekte zu Hause. Und aus Liebe zur Wissenschaft, was, Horst? Oh ja, natürlich, Herr Berger. Sicherlich wäre sonst keiner von uns hier, nicht wahr? Ich glaube, ihr werdet doch hier. Erzählen Sie von sich, meine Liebe. Oh, ich bin Dana. Ich arbeite nur während der Ferien hier. Aber ich bin neugierig, worum es bei der Expedition zum Ursprung geht. Also, wenn das nicht streng geheim ist. Sagen wir so, Fräulein Dana, falls, wenn wir finden, was wir suchen, werden Sie sich dieses Gesprächs bis in alle Ewigkeit erinnern. Sie werden Ihren Enkeln erzählen, dass Sie das Ursprungsteam bedient haben. Das Team, das nichts Geringeres als das fehlende Bindeglied zur überlegenen Rasse der Menschen entdeckt hat. Den Australopithecus habilis, direkter Vorfahre des Homo sapiens. Oder, etwas ordinär ausgedrückt, den Yeti. Oh, aha. Deshalb der Name Ursprung. Die suchen den Yeti. Was auch immer wir finden und wir es nennen. Es wird die Welt der Anthropologie erschüttern. Das wird uns helfen, zu erklären, wie wir uns entwickelt haben. Und zwar vom Australopithecus zum modernen Menschen. Und dann... Jetzt geht's wieder los. Wenn er mal anfängt, über Anthropologie zu reden, gibt's kein Halten mehr. Ich glaube nicht, dass Fräulein Dana deine ewigen Ausführungen hören möchte, Horst. Okay, das ist interessant, aber ja, es... Das ist alles sehr interessant, aber ich gebe zu, mein Fach ist eher die Kunst, die Musik. Meine Herren, auf die braunen Schatten für die großzügige Finanzierung der Expedition, die unser Verständnis der Menschheit neu definieren wird. Wir verbrüdern uns wohl mit dem Personal, die Herren. Wir stoßen nur auf Ihre Großzügigkeit an, Herr Höss.
darf ich Sie erinnern, dass diese Mission von meiner Partei finanziert vertraulich ist? Wissen Sie, was das heißt, Dr. Berger? Ja, das heißt, meine Herren, es ist streng verboten, Ziele oder Details irgendjemandem außerhalb unseres Kreises mitzuteilen. Schon gar nicht der erstbesten Kellnerin, die mit den Wimpern klempert. Fräulein, sobald Sie hier fertig sind, schlage ich vor, Sie gehen zurück an Ihre Arbeit. Unhöflicher Zeitgenosse. So ein Rohling. Das ist eine der Unannehmlichkeiten, wenn man mit einem so politischen, privaten Geldgeber arbeitet. Aber er macht nur seinen Job. Und ich nehme an, wie überall im Leben muss man Kompromisse machen, um zu bekommen, was man will. Also, denken Sie sich nichts, Fräulein. So läuft das in der Wissenschaft tatsächlich im Leben überhaupt. Ja, am besten... Ich übergehe das. So ist wohl der Lauf der Welt, Herr Berger. Meine Herren, vielen Dank für Ihre Ausführungen. Aber jetzt muss ich wieder arbeiten. Oh, hatte ich seinen vollen Krug eingepackt? Hupsi, hupsi. Was muss ich denn jetzt machen? Was für ein seltsamer Mechanismus. Er erinnert mich an die Automaten auf dem Musikplatz. Ja. Kann ich hier irgendwo mein Zeug abstellen? Nee, ne? Oh. Okay, gut. Dieser Mechanismus steuert die Luftzufuhr, wenn ich mich richtig erinnere. Herr Gustav hat keine Zeit, das zu reparieren. Ich muss mehr Holz nachlegen. Mehr Holz, okay. Da haben wir Holz und rein damit. Das reicht nicht. Ich muss das Feuer stärker anfachen. Das reicht nicht. Ich muss das Feuer stärker anfachen. Oh, ich sollte vielleicht, kann ich die Tür zumachen? Nein, kann ich nicht. Sieht gut aus. Wow, so einen Ofen habe ich noch nie gesehen. Das muss eine von Herrn Gustavs Erfindungen sein, über die alle in Wagen sprechen. Ah, das ist schön, aber ich suche gerade den die Luftzufuhr. Sieht gut aus. Ja, schön. Herr Gustav hat keine Zeit, das zu reparieren. Wie soll ich denn das Feuer noch stärker anfachen? Wow, so einen Ofen habe ich noch nie gesehen. Ja, weiß ich. Das muss eine von Herrn Gustavs Erfindungen sein, über die alle in Wagen sprechen. Weiß ich doch. Manu. Das reicht nicht. Ich muss das Feuer stärker anfachen. Kann ich hier irgendwas noch? Das reicht nicht. Ich muss das Feuer stärker anfachen. Ich versuche was anderes. Sieht gut aus. Okay. Zurück.
Ich habe hier halt echt nichts mehr, was ich machen kann, ne? Wie gesagt, bei allem nur sieht gut aus. Ach, hier oben. Wow. Nee. So einen Ofen habe ich noch nie gesehen. Das muss eine von Herrn Gustavs Erfindungen sein, über die alle in Wagen sprechen. Ich finde es ein bisschen nervig, dass sie dann immer das Gleiche sagt. Aber ich dachte, ich kann da vielleicht irgendwie in der Luftzufuhr rumspielen, aber irgendwie ja nicht. Kann ich hier? Ja, das ist das Ofen. Doch. Das brauche ich nicht. Oh Gott, wo finde ich denn das? Schauen. Hm. Sieht gut aus. Ja, sieht gut aus. Das weiß ich, aber... Herr Gustav hat keine Zeit, das zu reparieren. Ich muss jetzt den Ofen glatt erstmal so lassen. Auf der Terrasse sind auch Gäste. Ich gehe besser nachsehen, ob sie etwas bestellen möchten. Ich mache jetzt, glaube ich, erstmal das, weil ich nicht weiß, was ich sonst tun soll. Sehr gut, so bleiben. Ah, damit können wir den Ofen nochmal was reinwerfen. Völlig trocken. Ja, das ist schon mal gut. Dann werfe ich das jetzt noch in den Ofen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal im nächsten Part. Wie wir uns hier weiter als Kellnerin abmühen. Und versuchen, hier klarzukommen. Ey, Mädchen, wo läufst du hin? Hallo? Ich will zum Ofen. Dann können wir hier nämlich noch was reinwerfen. Benutzen. Holzscheit. So. Ofen zu. Sehr schön, jetzt sind wir im grünen Bereich. Das Feuer genügen. Aber ich glaube, etwas stimmt nicht mit der Luftzufuhr. Ja, ich schaue mir die Luftzufuhr im nächsten Part an. Leute, ich wünsche euch alles, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ihr Lieben.